Jeder wird mal beim Lügen oder Unsinn machen erwischt. Aber die Dinge, bei denen die Menschen in diesem Video erwischt wurden, sind wirklich unglaublich. Freut euch unter anderem auf einen völlig leichtsinnigen Kanadier, eine Story, die Albträume erzeugt und eine Frau, die aus der Ferne fassungslos beobachten muss, was Krasses in ihrer Wohnung abgeht. Also bleibt unbedingt dran, hier bei Wissenswert. Ach und schreibt uns bei dieser Gelegenheit doch mal in die Kommentare, was das Verrückteste ist, bei dem ihr jemand anderen jemals erwischt habt. Wir sind gespannt. Los geht's mit der Nummer 8 und diesem Amerikaner, der auf eine urkomische Weise versucht hat, die Metrogesellschaft der Stadt Washington auf 15.000 US-Dollar Schadensersatz zu verklagen. Ganz offensichtlich ließ er sich dabei von einem Cartoon inspirieren, um auf leichte Art Geld zu machen. Hey, what the... Er warf der Gesellschaft nämlich vor, dass sie eine Verletzung von ihm zu verantworten habe. Der Grund, er sei auf einer Bananenschale ausgerutscht, die in einem Fahrstuhl einer Metrostation gelegen habe. Zu seinem Pech zeichnete jedoch eine Überwachungskamera auf, was wirklich passiert war. Der Mann rutschte zwar wirklich auf einer Bananenschale aus und fiel auf den Boden, als sich der Fahrstuhl öffnete, auf den Aufnahmen ist aber auch zu sehen, dass der Mann die Bananenschale dort vorher selbst platziert hatte. Statt eine Schadensersatzzahlung zu bekommen, musste er dann eine Strafe wegen versuchten Versicherungsbetruges zahlen. Auf der Nummer 7 befindet sich eine chinesische Streamerin namens Your Highness Xiao Biluo. Vor 2 Jahren hatte sie mehr als 100.000 Follower, die sie vor allem für ihre Schönheit bewunderten und ihr regelmäßig hohe Spenden in den Streams schickten. Als sie dann wieder einmal live war und gerade mit einer anderen Streamerin sprach, passierte es allerdings. Durch einen technischen Fehler wurde ein Filter deaktiviert und urplötzlich sahen ihre Zuschauer ihr wahres Gesicht. Was diese vorher nämlich nicht wussten, war, dass die Streamerin die ganze Zeit einen Beauty-Filter benutzt hatte und in der Realität nicht im entferntesten so aussah, wie ihre Fans bis dahin glaubten. Your Highness Xiao Biluo war weder so jung noch so hübsch, wie sie vor dem Filterausfall wirkte. Als ihre meist männlichen Fans nun massenweise den Stream verließen, merkte die Streamerin, dass sie aufgeflogen war und nun alle mitbekommen hatten, dass sie in Wahrheit eine 58-jährige Frau war. Weiter geht's mit der Nummer 6 und einer unglaublichen Sache, die nur dank einer Überwachungskamera aufflog. Die Amerikanerin Audrey Young engagierte für die Zeit, in der sie im Urlaub war, einen Cat-Sitter, der in ihrer Wohnung in New York auf ihre Katze aufpassen und sich um sie kümmern sollte. Außerdem hatte ihr Mann eine Überwachungskamera in der Wohnung angebracht, die Audrey automatisch Bilder per Mail schickte, sobald sich in der Wohnung etwas bewegte. Statt Videos ihrer Katze oder ihres Cat-Sitters, der sich um diese kümmert, erhielt die New Yorkerin dann aber plötzlich Material, mit dem sie so gar nicht gerechnet hatte. Auf den Videos war nämlich zu sehen, wie ihr Cat-Sitter eine fremde Frau mit in die Wohnung brachte und sich mit dieser dann ausgiebig im ganzen Apartment vergnügte. Weil Audrey von den Aufnahmen, die das Pärchen sogar unbekleidet zeigten, schockiert war, schrieb sie ihrem Cat-Sitter wütende Nachrichten, worauf dieser allerdings nicht reagierte. Schließlich schickte Audrey dann eine Freundin mit einem Zweitschlüssel in die Wohnung, die das bunte Treiben beendete und den peinlich berührten Cat-Sitter hinauswarf und dessen Freundin sogar ohne Hose auf die Straße schickte. Are you a jackass? This whole apartment is wired by cameras. I've been watching you. Kommen wir nun zur Nummer 5 und einem Prank, der sich so ganz anders entwickelt hat, als eigentlich erwartet. Die YouTuber von dem Kanal Vlog Creations hatten sich vor 2 Jahren nämlich überlegt, Menschen zu verwirren und ihre Reaktionen auf Video festzuhalten. Zu diesem Zweck hängten sie einfach Toilettenschilder an beliebigen Türen auf und amüsierten sich königlich, wenn Leute verwundert vor einer Werkstatt oder auf dem Parkplatz standen, obwohl sie eigentlich nur ein stilles Örtchen suchten. Nach einiger Zeit passierte dann aber das Unglaubliche. Ein Mann wollte eigentlich auf Toilette, öffnete durch den Prank aber den Tür zum Lagerraum eines Ladens. Anstatt aber wie alle anderen vorher direkt wieder umzukehren, schloss er die Tür hinter sich und blieb im Raum. Es vergingen mehrere Minuten und die YouTuber fragten sich, wo der Mann wohl abgeblieben sei, bis sich die Tür dann doch irgendwann wieder öffnete und der Mann herauskam. Dabei rüttelte er jedoch an seinem Hosenstall, was einen krassen Verdacht weckte. Die YouTuber suchten daraufhin das Lager ab und fanden das Unglaubliche. Der Mann hatte tatsächlich sein Geschäft einfach in einer Ecke des Lagers verrichtet, statt weiter nach einer richtigen Toilette zu suchen.
Auf der Nummer 4 befindet sich eine wirklich gruselige Sache, die sich vor 9 Jahren in den USA ereignete. Die fünffach alleinerziehende Mutter Tracy lag in ihrem Bett, als sie plötzlich polternde Geräusche vom Dachboden über ihr hörte. Doch damit noch nicht genug. Sogar einzelne Nägel lösten sich aus der Decke und so dachte Tracy, dass ein Poltergeist sein Unwesen auf ihrem Dachboden treibt. Voller Angst rief Tracy dann ihre erwachsenen Söhne und ihren Neffen und gemeinsam gingen sie nach oben, um nachzuschauen, was die Geräusche verursacht hatte. Oben angekommen fanden sie dann einen großen schlafenden Mann, der sofort die Flucht ergriff, als er erwischt wurde. Bei dem Mann handelte es sich um Tracys Ex-Freund, von dem sie sich vor 12 Jahren getrennt hatte und der gerade erst kürzlich aus dem Gefängnis entlassen wurde. Es stellte sich heraus, dass er bereits seit etwa 2 Wochen unbemerkt auf dem Dachboden gelebt und seine Fäkalien in Bechern gesammelt hatte. Außerdem hatte er die Lüftungsschlitze erweitert und seine Ex so die ganze Zeit heimlich von oben beobachtet. Weiter geht's mit der Nummer 3 und der Frage, ob Menschen sich überhaupt der Tatsache bewusst sind, dass sie in Aufzügen meist von Überwachungskameras gefilmt werden. Häufig fühlen sie sich nämlich gänzlich unbeobachtet, wenn sich die Tür schließt und sie alleine in der Kabine sind. Diese Frau zum Beispiel nutzte die Fahrstuhlfahrt nicht nur dazu, ihre Kleidung zu richten und ihren Lippenstift nachzuziehen, sondern sie entledigte sich auch mal eben ganz schnell ihres Höschens und ließ es in ihrer Handtasche verschwinden. Dass man sich alleine im Fahrstuhl sicher fühlt, nutzte ein Fernsehhersteller vor 9 Jahren dann übrigens auch für eine Werbung aus. Das Ziel des Unternehmens war es, die Menschen, die den Aufzug benutzten, kalt zu erwischen und diese Aktion auch noch als Werbung zu nutzen. Und genau das gelang letztlich auch. Das Unternehmen tauschte nämlich die Bodenplatten mit ultrahochauflösenden Bildschirmen aus. Während der Fahrt sah es dann für die Besucher so aus, als ob die Bodenplatten plötzlich wegbrechen würden und so wurden sie ordentlich erschreckt. Für die TV-Firma war der Coup gelungen, schließlich hatten sie bewiesen, dass die Qualität ihrer Bildschirme so echt wirkte, dass es unheimlich war. Kommen wir nun zur Nummer 2 und einer unglaublichen Sache, bei der die Amerikanerin Sierra einen Mann vor ihrer Haustür erwischte. Sie hatte nämlich eine Überwachungskamera angebracht, die ihren Eingangsbereich filmte, in dem sich viele Weihnachtsdekorationen und ein Weihnachtsbaum befanden. Leider hatte es aber in der Nacht stark gestürmt und so lag die festliche Dekoration wüst auf dem Boden verteilt herum. Auf den Aufzeichnungen sah sie dann, wie ein Lieferant von Amazon kam und ihr ein Paket bringen wollte. Anstatt aber einfach nur das Paket abzulegen, begann er damit, das Chaos aufzuräumen und ihre Deko Stück für Stück wieder zu arrangieren. Sierra war natürlich absolut begeistert von so viel Freundlichkeit und meldete sich bei Amazon, um dem Mann zu danken. Jemanden bei etwas zu erwischen, muss also nicht immer zwangsläufig etwas Negatives sein. Auf der Nummer 1 befindet sich eine mehr als leichtsinnige Aktion, bei der ein Mann in Alaska erwischt wurde. Und zwar live vor tausenden von Zuschauern im Internet. Die Ranger vom Katmai National Park haben nämlich etliche Live-Kameras in der Natur angebracht, damit auch Menschen von zu Hause aus die Schönheit der Natur und ihrer Bewohner genießen können. Eine der Livecams, die den Brooks River zeigt, fing 2018 dann aber dieses unglaubliche Verhalten ein. Ein Mann versuchte offenbar für ein paar besonders gute Fotos so nah wie möglich an eine Gruppe wilder Bären heranzukommen. Laut der Parkranger beträgt ein sicherer Abstand zu den Raubtieren übrigens mindestens 50 Meter. Schließlich sind Bären nicht gerade ungefährlich. Glücklicherweise ging diese unglaubliche Aktion für den Mann aber glimpflich aus. Und das war's auch schon mit 8 Menschen, die bei unglaublichen Dingen erwischt wurden. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, welches Video ihr am unglaublichsten fandet. Ansonsten liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat, abonniert Wissenswert für mehr und bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.